30-Jähriger tötet 20-Jährige, blutige Machetenattacke in der Schweiz, attackiert wurde auch ein 3 Monate altes Baby und eine schwangere Frau. Landsberg am Lech, die Polizei findet die Leiche der Ehefrau, als sie über den Suizid des Ehemanns berichten will. Kreis Ludwigsburg, mutmaßliche Vergewaltigung im Freibad. Der Vater schlägt auf den Täter ein, der in einem Streifenwagen sitzt. Und Stuttgart-Möhringen, Frauen sexuell belästigt. Die Polizei hat hier Tatverdächtige verhaftet. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Unser täglich Messer gibt uns heute, so kommentieren manche unter dem Video. Und ja, unser täglich Messer gibt uns heute. In Gelsenkirchen hat ein rumänischer 30-jähriger Ehemann seine Ehefrau, die gerade einmal 20 Jahre alt war, im Haus umgebracht, in dem auch die Kinder sich aufgehalten haben. Er hat ihr eiskalt die Kehle durchgeschnitten. Das Interessante hier ist allerdings, die 20-jährige Ehefrau hat mit dem Vater 3 Kinder. Wenn das jetzt keine Zwillinge sind, sondern alles 3 einzelne Kinder, dann hat er hier auch Kinder gezeugt, bevor die Frau 18 war. Und da ist es immer ein juristischer Graubereich. Nur mal, um darauf hinzudeuten, zumal er 10 Jahre älter war als sie. Bei dem Täter soll es sich um diesen rumänischen Ehemann und den Vater aller 3 Kinder handeln. Ihr seht neben mir das Bild. Die Polizei hat die Kinder aus dem Haus getragen, da war die Leiche noch nicht abtransportiert. Der Täter ist nach Oberhausen geflohen, hat aber unterwegs einen Verkehrsunfall verursacht und konnte dann dort bei seiner Flucht Richtung Holland von der Polizei festgehalten und verhaftet werden. Ein Großaufgebot sichert dort alles ab und ermittelt am Tatort. Die tote Frau wurde auf dem Küchenboden gefunden, die Kinder waren zu Hause, Kehle ist durchgeschnitten. Es ist, was soll man dazu sagen, wenn die Kinder im Haus sind, ist wirklich, es ist Katastrophe. Wir gehen in die Schweiz, Machetenmann verletzt 5 Menschen, darunter ein 3 Monate altes Baby und eine hochschwangere Frau. St. Gallen, in einem Mehrfamilienhaus ist einer durchgedreht, ein 34-jähriger Schweizer heißt es hier, mehr wissen wir leider nicht, hat in der Stadt in der Ostschweiz einfach unverhohlen um 21.30 Uhr Donnerstagabend im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Hochwartstraße zuerst die 29-jährige Schwangere angegriffen, danach eine junge Mutter mit ihrem 3 Monate alten Baby. Und es kamen noch weitere Personen durch das Treppenhaus und es gab noch weitere Angriffe. Insgesamt gab es 5 Verletzte bei diesem Machetenangriff. Alle mussten operiert werden, inklusive dem 3 Monate alten Baby. Keines der Opfer befindet sich mehr in Lebensgefahr. Das ist die einzig gute Nachricht hier. Die schlechte Nachricht ist, ein psychisch auffällig gewordener, schon früher der Polizei bekannter, ist hier durchgedreht. Danach musste das Haus wegen Explosionsgefahr geräumt werden. Es wurden brennbare Flüssigkeiten in der Wohnung des Täters verschüttet vorgefunden und es roch nach Benzin. Also vermutlich war hier die ganze Show noch gar nicht zu Ende, sondern er wollte sich vermutlich hier noch selbst entzünden. In Landsberg am Lech hat ein 32-Jähriger auf der Baustelle beim Arbeiten Suizid begangen. Als man dann die Ehefrau, die 34-Jährige, über den Tod des Ehemanns informieren wollte, hat man nur die Leiche gefunden. Keine Angaben hier über die Staatsangehörigkeiten. Die Frau war schon getrennt von ihrem noch Ehemann. Die Obduktion weist aber darauf hin, dass es Fremdeinwirkung gab bei der Frau, also hat der Mann quasi vor dem Suizid seine noch Ehefrau getötet. Im Kreis Ludwigsburg gab es im Schwimmbad eine mutmaßliche Vergewaltigung. Einsatz war schon Dienstagabend 19.40 Uhr im Freibad in der Schwarzwaldstraße in Bietigheim-Bissingen. Das kennt ihr sicherlich von der Bahnstation dort. In einer Umkleidekabine soll sich eine 14-Jährige mit einem 18-Jährigen, den sie auch kannte, dort verabredet haben. In der Umkleide, was da so passiert ist, ist jetzt noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei prüft derzeit, ob es zu strafbaren sexuellen Handlungen durch den 18-Jährigen gekommen sein könnte. Und nachdem die 14-Jährige die Umkleidekabine wieder verlassen hatte und wieder bei ihrer Gruppe war, hat die Gruppe die Polizei verständigt. Die Polizei war schon vor Ort, hatte den 18-Jährigen schon in den Streifenwagen verfrachtet. Und als der Vater, ein 34-Jähriger, der Vater der 14-Jährigen hier, das mitbekommen hat, ist er unverhohlen an den Streifenwagen, hat die Tür aufgerissen und hat so lange auf diesen 18-jährigen mutmaßlichen Vergewaltiger eingeschlagen, bis die Polizei ihn dann von ihm herunterreißen konnte. Ich kann diesen Mann durchaus verstehen, auch wenn Selbstjustiz kein legales Mittel in unserem Land ist. Wir sind in Stuttgart-Möhringen. Hier sind Frauen sexuell belästigt worden, und zwar am Mittwochabend schon. Ein 51 Jahre alter Mann, dessen Staatsangehörigkeit hier wieder völlig unbekannt ist,
steht im Verdacht, in der Badelandschaft an der Plieninger Straße mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben. Er onanierte im textilfreien Bereich und beobachtete dabei die Frauen. 21.55 Uhr war die Tatzeit. Die alarmierten Beamten nahmen ihn darauf splitterfasernackt fest. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, soviel zum Thema Staatsangehörigkeit, Deutscher kann es sein, auch ohne festen Wohnsitz. Ja, kann sein, aber ist eher unwahrscheinlich. Er musste Sicherheitsleistung von 500 Euro hinterlegen und dann konnte er wieder gehen. Da frage ich mich wirklich, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das war jetzt ein kleiner Auszug, ein kleines Potpourri von dem, was hier so tagtäglich los ist im besten Deutschland aller Zeiten. Und ja, auch die Schweiz, dieses Video ist für alle, die auch aus der Schweiz zuschauen und wissen, dass in der Schweiz die Zustände auch langsam schlechter werden. Die Schweiz hat viele andere Dinge richtig gemacht, was das Thema Migration und Integration angeht. Zumindest würde ich das als Außenstehender so beurteilen, aber die Schweizer, die hier zuschauen, können das gerne kommentieren und können mich verbessern und mir sagen, dass es in der Schweiz ähnlich schlimm wie in Deutschland geworden ist. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere doch den Kanal, abonniere auch Telegram, dann verpasst du keines meiner Videos. Und falls dir was mit meinem Auge aufgefallen ist, ja, ich habe eine kleine Entzündung, macht euch keine Sorgen. Bald ist es wieder weg. Damit ciao, bis bald.